Willkommen aus New York, wo Acer drei neue Activity-Tracker vorgestellt hat. Letztes Jahr hatten sie mit dem Leap angefangen, jetzt haben sie ein Leap Fit mit einem Fitness-Sensor drin, also einem Heartrate-Sensor, der bis zu 150 Mal am Tag unsere Herzfrequenz messen wird. Hier sehen könnt auch mit Diffin Armbändern, die wir entsprechend dann tauschen können, je nachdem wie wir wollen, und einem schönen 1 Zoll Bildschirm. Falls wir ein gebogenes Display haben wollen, können wir auch natürlich das Leap Curve kaufen, auch Liquid Leap Curve mit verschiedenen Armbändern, die wir dann benutzen können. Hier entsprechend schaut das wirklich sehr gut aus. Oder auch einfach den Leap Active, der dann entsprechend ein bisschen günstiger sein wird. Auch hier verschiedene Bänder, denn hier haben wir wirklich nur ein kleines Display. Das kann man hier leider nicht ganz so gut sehen, aber ein noch kleineres Display, wie auch schon bei den vorherigen Leap-Geräten, die dann einfach nur unsere Schritte täglich messen werden. Preise und Erscheinungsdatum können wir leider noch nicht sagen. Wahrscheinlich im dritten Quartal, also zu IFA, werden die erscheinen. Das Leap Active, das Leap Curve und auch hier das Leap Fit entsprechend dann auch in Deutschland mit, wie gesagt, verschiedenen Bändern und verschiedenen Preisen hier dann erhältlich.